In diesem Video nennen wir uns ein kleines Blütentäschchen. Diese habe ich hier gerade in meinem Baum vorm Haus gefunden. Hallo, hier ist Theresa von Sammy Dolls. Ich freue mich, dass du vorbeischaust. Diese Schnittmuster und all meine anderen Schnittmuster gibt es in meinem Online-Shop. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Die Materialien sind im Detail im E-Book aufgelistet. Da musst du jetzt nicht mitschreiben. Nimm das Henkelstück, falte es zur Hälfte, öffne es wieder und falte anschließend die beiden langen Außenkanten auf die soeben gefaltete mittlere Kante. Und falte nochmal alles zusammen und bügle den Henkel. Also auf die Mittelkante hier falten und nochmal zusammen. Und dann bügeln. Nähe dann entlang der Außenkanten des Henkels. Falte das kleine Extra-Stoffstück an beiden Seiten der äußeren Taschenseite jeweils zweimal um. Und nähe es fest. Dies wird später die Öffnung für den Tunnel, durch den wir das Band hindurchziehen werden. Lege nun die Seitenkanten der äußeren Taschenseite rechts auf rechts zusammen und nähe sie zusammen. Dabei lassen wir aber die Öffnung hier für den Tunnel offen und nähen den nicht so. Und zum Glück haben wir hier die Öffnung offen gelassen und nicht zugenäht. Falte nun die innere Taschenseite ebenso, nähe entlang der Seitenkante und lass eine Wendeöffnung von ca. 7 cm. Stecke nun das Bodenteil an der äußeren Taschenseite fest.
Nähe das Bodenteil an die äußere Taschenseite. Nähe nun das innere Bodenteil mit einem Heftstich an dem Bodenteil aus Wattierung oder Volumenvlies fest. Stecke das innere Bodenteil am inneren Seitenteil fest. Nähe das innere Bodenteil am inneren Seitenteil fest. Wende das äußere Taschenteil nach außen, stecke es in das innere Taschenteil hinein und stecke die beiden Teile entlang der gewellten Kante fest. Nähe entlang der gewellten Kante. Da verbinden wir dann die innere
und die äußere Tasche. Mache kleine Schnitte in die Kurven und Kanten, damit der Stoff nach dem Wenden besser liegt. Du kannst auch hier ein bisschen den Stoff abschneiden, damit die Nahtzugabe etwas dünner wird. Wende das Täschchen durch die Wendeöffnung nach außen. Schließe die Wendeöffnung von Hand. Stopfe das innere Taschenteil in das äußere und ziehe die gewellte Kante nach außen und bügle sie. Man kann die gewellte Kante leichter nach außen ziehen, wenn man die Wendeöffnung noch nicht geschlossen hat. Dann kann man dann einen Chopstick nehmen, also einen Bambus-Essstab oder sowas, und kann das ein bisschen leichter nach außen drücken. Aber eben für dieses Video habe ich es irgendwie andersrum gefilmt. Man könnte die Kante auch kurz absteppen. Als nächstes nähen wir zwei gerade Nähte jeweils ober- und unterhalb der Bandöffnung. Nähe durch beide Stofflagen hindurch. Thank you.
Jetzt kannst du das Band durch den Tunnel ziehen und auch Perlen am Band befestigen, wenn du magst. Man könnte damit auch warten, bis wir noch den Henkel angebracht haben. Aber wie gesagt, habe ich hier anscheinend für dieses Projekt alles ein bisschen unkonventionell gemacht. Um den Henkel zu befestigen, falte jeweils eine der Kanten des Henkels um und stecke sie an zwei gegenüberliegenden Seiten des Täschchens fest, kurz über der oberen Bandtunnelnaht. Nähe den Henkel an beiden Seiten jeweils mit einer rechteckigen Naht fest. So sollte das dann aussehen. Man kann auch den Henkel unterhalb der Bandtunnelöffnung hier befestigen und ich glaube, das gefällt mir sogar besser. Und dann sind wir auch fertig und können unser Band zusammenziehen und ein schönes Schleifchen machen. Das ging noch relativ schnell. Ich habe mich dann ans Werk gemacht und gleich noch ein paar mehr Täschchen genäht, damit ich sie dann hier im Bäumchen aufhängen kann. Jetzt habe ich kleine Blüten hier im Baum. Ich hoffe, dir hat das Projekt gefallen. Das ist doch ein süßes kleines Täschchen, um kleine Schätze zu verstecken. Oder um Spielzeug drin zu verstecken oder vielleicht auch für eine Dame, wenn man es in einem schickeren Satinstoff oder so näht, um abends auszugehen. Wofür wirst du es denn benutzen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!